Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Heute mal wieder eine Folge FIFA. Die FIFA-Challenge mit Bardo läuft ja immer noch. Und wir hatten leider dadurch, dass ich ja jetzt krank war und er einfach wenig Zeit hatte, nicht so viel Zeit zu spielen. Deswegen kommt heute die Zusammenfassung der letzten Session, die gemacht wurde von uns beiden. Nehmt nicht immer alles so ernst, was wir so gequatscht haben und so weiter und so fort. Wir kennen uns jetzt schon was länger und da blödelt man auch mal ein bisschen rum oder ist mal gerade bei FIFA auch ein bisschen geraged da oder sowas und reizt sich auch gegenseitig, um ein bisschen Spaß zu haben. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt gerade meine ganzen Packs. Ich habe einige tatsächlich aufgenommen, ein paar habe ich dann tatsächlich auch über die Web-App geöffnet und habe dann da zum Beispiel Konaté gezogen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt ein bisschen was an Coins zusammengesammelt. Ich habe aber natürlich nicht die Möglichkeit, großartig da was mitzukaufen, weil wir natürlich immer noch nur das Schalke-Team spielen. Gut, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Gameplay und dann werdet ihr auch hören, meine Stimme hört sich da auch immer noch nicht so gut an. Seit Anbeginn der Zeit ist die Menschheit gezwungen, ums Überleben und um Macht zu kämpfen. Dieses sinnlose Streben findet seinen Gipfel im Wettkampf zweier Männer, die sich Freunde nennen. Doch wofür? Ehre für den Sieger, Schmach für den Verlierer. Dieser Kampf wird jährlich in FIFA ausgetragen. Doch diesjährig darf erstmalig ein ausgewähltes Publikum dem Spektakel beiwohnen. Ich spiele aber auch mit der Fünferkette hinten. Ja, das stimmt. Sonst komme ich nicht, sonst kriege ich die Chemie nicht hoch. Ich habe so schon nur 24 Chemie. Ja, ist ein bisschen dreckig. Ja, Fünferkette spielt nur Ratten. Ratten und Leute, die ein schlechtes Team haben. Ja, willkommen. Willkommen im Club. Ich werde nie Fünferkette spielen. Lad mich ein. Los jetzt. Ja, ich muss nur die Taktik eintragen. Ja. Trag mal ein. Ich weiß nicht, wo das geht. So, wir haben jetzt auch den besten Flügelspieler auf links. Wählt euer Team aus und drückt den linken Analogstick, um Mannschaftsaktion. Okay, da ist es wahrscheinlich. Welchen hast du denn? Linker Mittelfeldspieler? Ja. Ut. Linkes Mittelfeld kann der. Ja. Wieso das denn? Weil sonst kann ich nicht Embolo, Ut und Sané spielen. Deswegen muss Ut jetzt auf links spielen. Ja, aber wieso kann der das? Weil das so ist. Der kann das halt. Der kann linkes Mittelfeld, ZOM und Sturm. Finde ich wild, dass er links Mittelfeld kann mit 40. Ja, finde ich auch wild. Finde ich auch wirklich sehr wild. Nächste Woche können wir ja mit deinem Team spielen. Dann siehst du auch, ob ich vielleicht gelogen habe und ich gar nicht so ein krasses Team habe. Ja, Lukas, du hast... Alter, Goretzka habe ich mir noch gar nicht gekauft, den Spacken. Müsste ich noch machen. Also mit 35 Stunden Spielzeit, da warte ich schon ein bisschen was. Ich habe noch nicht so viel Spielzeit. Doch, hast du. Ja, aber ich bin ja nicht die ganze Zeit in-game, Dude. Das zählt ja auch. Du hast sogar nämlich noch mehr, weil du hast auch viel im Menü einfach... der Spieler ertradet und so. Eigentlich ist deine wahre Spielzeit doch höher. Hä? Die Spielzeit zählt, wenn das Spiel über die scheiß App doch nicht. So, jetzt werden wir Gegner besiegt. Metataktik. Oh, ich habe keinen Ton an. Der hat auch einen ewig langen Post gemacht, wie erklärt, wie die Taktik funktionieren soll, aber ja. Hab ich nicht durchgelesen. Okay. Bin ich blau? Ich dachte, du bist blau. Ja, du bist blau. Okay, dann rette ich mal den Ball ins Aus. Gut. Das war ein normaler Pass, Bruder. Das war ein normaler Pass. Ja, aber die Verteidiger können nicht passen. Ja, stimmt. Neustädter sehr gut. Spielt sich jetzt schon besser als beim letzten Mal? Weiß ich nicht, gut. Neustädter, schön. Warum haben wir eigentlich immer noch Nübel? Kannst du nicht mal endlich neu kaufen? Weil der gut ist. Hast du keine Kohle? Du hast keine Kohle, oder? Gib mir mal Geld. Scheiß gebe ich dir. Wir sind Challenge-Gegner. Gib dir gar nichts. Gib mal dein Pausengeld. Ja, und... Oh Gott, ist das dumm. Es ist so kacke. Wir passieren ständig nur dumme Tore. Was ist das denn? Wir haben sich gedreht halt. Haben wir nicht gut verteidigt. Wunderschöner Lookman. Risiko. Die ganze Zeit ruhig aufbauen. Und bei den random nach vorne zu schlagen. Schade. Hab den Ball noch. Es ist keiner in der Mitte, ich kann nichts anspielen. Ich habe mich kurz angeboten, fünfmal, aber du hast ihn uns nach außen gedribbelt. Das ist passiert. Boom. Kann sie? Schade. Der spielt mit Shananolu? Was ist das denn? Wo spielt denn Shananolu? Hallen eigentlich. Immer noch? Ai, ai, ai.
Ist das der SBC-Typ, ja. Ach ja, schön, schön. Ist so toll, dass wir die ersten 2 Wochen einfach komplett mit deinem Drecksteam spielen müssen. Du hast es mir gegeben. Was habe ich dir gegeben? Mein ich habe dir nicht das ganze Team gegeben. Ich habe dir 2 Spieler gegeben. Ja, du hast gesagt, du ich kann machst, die ersten Wochen machen. Dafür. Ja, wenn wir wenigstens was gewinnen würden. Wir verlieren halt jedes Game. Ja, dann machen wir, sagen wir mal. Die können halt keinen geraden Pass spielen. Ne? Es ist halt wirklich, es ist wirklich ein Traum. Die können auch den Ball nicht kontrollieren für Ownership verletzt. Die können den Ball auch nicht kontrollieren für eine halbe Sekunde. Na gut, unser Gegner ist aber auch nicht so schlau. Hey, was passiert hier? Ja. Was passiert hier? Weißt du nicht, du hast den Ball gedribbelt für 8 Jahre und abgeschossen. Ja, was passiert hier? Und du dribbelst halt weiter im Kreis. Ja, was passiert hier? Was passiert hier? Ciao. Schön auf Sané. Wunderbar. Und jetzt kommt eine Flanke. Und. Ja, easy. Let's go. Undorf. 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 Skripski mit dem Assist. War ein schönes Assist, ja. Aber ja, eine schöne Flanke. Ja. War eine insane Flanke. Undorf hat das vorgemacht. Ja, hab ich doch gesagt. Wunderschön. Oh. Ach, Riese. Ach, Riese. Oh. Der ist ja so ein Holz. Der zweimal den Ballbesitz, also den Ballkontakt so verkackt. Ich hätte wahrscheinlich einfach nicht nochmal annehmen sollen. Aber ich war zu greedy. Ja. Das erste Tor von ihm war jetzt nicht besonders gut, ne? Nö, also wir haben ja Chancen. Wir sind da. Ich glaube, in der Statistik haben wir weniger Chancen. Ja, das stimmt, aber wir haben Chancen. Okay. Ja, Abseits, oder? Das war kein Abseits? Okay. Aha. Ja, genau. Mhm. Kein Abseits. Genau. Oh, da ist Serda. Serda! Oh. Und Undav war fast da. Wollte aber den Ball nicht schießen. Schade. War knapp. Ja, wirklich. War ein knappes Game. War ein knappes Game. Fand ich jetzt gar nicht so scheiße. Undav ist scheiße. Mein Spiel ist abgestürzt. Wir hatten 60% Ballbesitz und gleich viele Chancen wie dir. Also, fast. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich bin nach vorne gekommen, damit der Kurzpass leicht ankommen kann. Hast du gut gemacht. Weil du gehst immer weg und dann spiele ich einen Fehlpass und sagst, oh, was machst du denn jetzt? Oh mein Gott, Ud, bitte, nicht Ud. Undav, der andere mit U. Schön gemacht, Neustädter, wunderbar. Kelly rennt, cool. Och Mann, es ist jedes Mal dasselbe. Der Typ ist nicht mal schnell, ne? Das ist ein 81-Pace-Spieler, Gaia. Oh. Oh. Das ist ein Schuss? Nee, Pass. Es war ein Pass. Aus der Position hat es ja keinen Sinn gemacht zu schießen. Ja, doch nicht. Ach komm, jeder lässt sich bullen. Es ist so kacke. Komm schon. Warum machst du den mit einem Wobkick? Keine Ahnung. Aber der es sah geil aus. Es sah geil aus. Warum? Ja, er wusste sich nicht anders zu helfen. Mann, unsere können sich halt nicht drehen. Sie können sich nicht drehen. Ich muss mich dran gewöhnen. Und dann kommt immer sowas. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Mann, die spielen nur einen Pass. Die ist nicht mal schnell. 77 Pace hat sie nur. Aber die sieht schneller aus, oder? Ja, die sieht richtig schön aus. Die machen halt nur lange Bälle, ne? Die ganze Zeit. Die spammen lange Bälle. Kommen irgendwo an den Ball. Langer Ball. So. Erst zum Schuss von uns in diesem Video. Sané ist der Einzige, der was kann. Irgendwie am Ball. Okay, interessanter Ball. Ich gebe nicht auf Neustädter. Goretzka verliert halt den Ball genauso. Es ist so scheiße! Es ist so scheiße! Die war auch nicht im Abseits. Nee, war sie nicht, weil Neustädter zu langsam war, aus dem Abseits rauszurennen. Ich finde auch geil,
Seitdem du eingestellt hast, dass Goretzka offensiver spielen soll, spielt da niemand offensiver. Ja, Oberdorf, keiner halt, ne? Hurricane ist auch kacke! What the hell? Wie kann der denn dann auch noch den Kopfball kriegen? Mann, die. Mann. Wenn unsere Spieler noch halb so beweglich wären, ne? Könnten wir irgendwas tun. Die drehen sich halt fünfmal und sind an uns vorbei. Aber die kann auch krass dribbeln. Wer ist denn die? Wer ist die denn? Oh, ich find's gut, wie du dich einfach weigerst, auch Evolutionen zu machen, die irgendwas bringen. Finde ich gut. Rote Karte an Merkin. Ja, alles egal, alles egal. Und der ist nicht wichtig. Ja, wir haben im Prinzip denselben schlechten Spieler nochmal, in Form von Donkor. Jo. Und Nübel ist genauso scheiße. Kannst du den auch endlich auswechseln? Zack. Zack! Ist jetzt auch eine rote, ne? Kann sein, ist mir egal. Ist ja dein Team. Na gut. Ah. Wunderbar. Ich hab's aber gefühlt. Alter, ist Nübel scheiße. Er war unhaltbar. Der war unhaltbar. Das war so ein Innenverteidiger übrigens, ne, der den gemacht hat. Nein, das war Inaki Williams. Kannst du wenigstens die Spieler erkennen? Der ist ein Innenverteidiger. Nein, der ist fucking Stürmer. Mit 94 Guck, Pace. Ist Innenverteidiger und Dings. Mhm. Genau. Ja, der war genauso unhaltbar. Oh. Oh, was? Der hat aber nicht viel Pace. Ja, aber warum haben wir... Nee, ist egal, der hat nicht viel Pace, das ist gut. Ja. Ich finde komisch, dass nicht... 80 Pace ist, oder so. Weil wir ja alle gratis Niveau hatten, die vorbestellt haben. Ja, keine Ahnung. Aber Hibu siehst du halt fast gar nicht, ne? Gott, die fallen halt über die eigenen Füße. Wunderschön weitergeleitet von Undav. Was? Ja, ging nicht. Wie, was ging nicht? Der hat nicht gemacht. Was? Der hat ihn nicht gemacht. Was hat der nicht gemacht? Du hast nicht geschossen. Hat das ein Brainlag? Was war denn dein Plan? Ich wollte laufen, eine Ballrolle machen und dann drauf. Aber die Ballrolle nicht gemacht. Ja, mach mal Ballrolle nichts mehr. Mach ich den halt. Wupp, wupp. Miep, miep. Schalker Roadrunner. Miep, 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 miep. Der erste Jubel, den wir sehen konnten. Aber Ballrolle geht. Okay. Mann! Was denn? Ich hab nicht den ersten Pass. Du hast fünfmal die Ballrolle gemacht. Wenn ich immer schreien würde, wenn ich mit daneben verdribbelt... Hätte ich schon fünfmal geschrien. Du hast zweimal geschrien. Ja. Ist möglich, ja. Komm schon. Mann! Der bietet aber auch nichts, der Keeper. Der Keeper bietet mir auch nichts an. Du bietest nichts, du rennst zu lange, du musst schießen. Ich wollte wieder eine Ballrolle machen, hat er nicht gemacht. Ich wollte wieder eine Ballrolle machen. Ich wollte wieder eine Ballrolle machen. Ballrolle! Rein damit! Roman, pap, pap, pap! Der Roman. Der bietet was an. Hättest du auch ruhig machen können. Aber war Neustädter, ne? Hättest du nicht ruhig machen können. War eh Ober. Hättest du nicht ruhig machen können. War Neustädter. Neustädter bleibt. Gegner mit kein Pace und es direkt ist es easy. Goretzka, Ballkontrolle für nix. Der Wechsel ist spannend. Aber Younes. Geil, Younes rein. 60 Pace, ne? Auf dem Flügel jetzt. 69, ja. Ja, man muss halt einen Fehler machen, ne? Ja. Der hat 86 Pace, Dude! Oh, Skripski durchgetankt. Skripski! Oh! Da hast du dich mal getraut zu schießen. Geil. Geile Ballrolle. Lustiger Volley war.
keine Ballrolle versucht. Guter Ball. Der war abseits, Bruder. Chill. Yunus arbeitet auch irgendwie nicht so da hinten, ne? Der hat da nicht so Bock. Ach ja, ja, ja. Ja, hätten wir alle Chancen gemacht, die wir hatten, hätten wir. Würden wir schon weiterführen. Ach, alles gut. Ich bin nicht sauer, dass du die Bälle nicht gemacht hast. Ich bin auch nicht sauer. Mir ist alles egal. Das war ein Joke, das war ein Joke. Max mal jetzt auf dem Feld. Das ist ja schön. Noch eine Niete. Die behindern sich gegenseitig da auch noch. Ich fand's lustig. Holy Fuh. Wir tasten uns ganz langsam an den Sieg. Wie toll. Dortmund SC oder so heißt der, ne? Hm. Mal sehen, wie viele Dortmunder er hat. Kein Dortmunder, finde ich gut. Das ist ein guter. Der wird uns besiegen. Ja, der hat einen 92 Pace-Stürmer mit Powershot vorne. Ich mach selber die Flanke und den Kopfball. Ja. Cool. Wenn es ein Tor ist, bejuckt es. Hättest du gewinnen müssen gegen Dortmunder, aber ist auch okay. Nee, mach ich nicht. Ich würde ja auch ein Tor machen, aber ich krieg die Chancen. Doch! Dann sagst du aber immer, die Fußballrolle, Mann, aber er hat's nicht gemacht. Er hat's einfach nicht gemacht. Ja, yeah, schön. Wunderbar. Schöner Pass. Gut gesehen. Mach ich die Maske. Mach mal Guidi. Ich mach die Maske. Versteck meine Nase. Ja, gegen Dortmund musst du eigentlich Guidi. Wo ist meine Nase? Wo ist meine Nase? Ich mach den Guidi nicht. Und bumm. Yes! Guidi! Guidi! Nee, ich hab zu viel Ehre. Sorry. Zu viel Ehre. Guidi mach ich nicht. Ja, zu viel Ehre. Mach das Hütchen. Latter Klaus, Latter Klaus. Aber Skripski, geiler Typ. Und Möcken ist wieder da. Toll. Ja, DJ. DJ Möcken. Ach Gott, lass ihn kochen. Was macht Zoppi? Wo ist Zoppi hin? Der kann nichts gut. Der kann nichts gut. Nicht gut. Easy. Nicht gut. Ja, und Tor. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Der kann nicht gut. Der kann nicht gut. Tor. Der kann nicht gut. Oh, nö. Ach, Mann. Wieso jedes Mal? Es ist so dumm. Wo ist denn... Was macht Nübel da eigentlich? Der war unhaltbar. Ach, komm, halt doch die Schnauze. Warum ist Neustädter immer noch im Game? Warum wechselst du den nicht endlich aus? Ich hab den gerade ausgewechselt, aber das Spiel hat es nicht angenommen. Wo spielt Nea? Was ist das für eine? Musila? Ja, die kann was. Musasila? Du hast den Ball, oder? Sila. Sila! Oh! Oh! Was hat das denn? Ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist der Greedy. Das ist der Greedy. Und da war endlich der verdiente Sieg. Ob wir den wirklich gekriegt haben oder nicht, das werden wir jetzt nicht mehr erfahren, weil danach die Aufnahme abgebrochen ist. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo, wenn ihr nicht mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Und beim nächsten Mal vielleicht auch endlich mit einem guten Team. Bis dann. Ciao.